Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal und auf dem Kanal des Mythenmachers. Wir sind heute hier zum zweiten Teil unserer Serie zu Napoleon und ich begrüße ganz herzlich, wen natürlich, den Mythenmacher. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Ja, heute mal mit Kamera, also du rüstest technisch auf, ja, du bist ja gerade erst dabei, deinen Kanal zu starten und jetzt haben wir mal den Avatar durch den echten Mythenmacher ersetzt. Das ist auch aller Ehre wert, denn heute wenden wir uns dem Thema zu Napoleon und zwar dem zweiten Teil und das ist im Grunde genommen der Höhepunkt der Karriere, ja. Also heute geht es im Grunde genommen um die Triumphe von Napoleon und ja, das fängt ja an mit einer Ungeheuerlichkeit, ne? Ja, die goldenen Jahre kann man sagen von Napoleon. Und wir hatten ja im letzten Video ja die Aufstiegsgeschichte von ihm gemacht und wie das angefangen hat und wie er also erstmal den Weg bis zur Macht geschafft hat. Und jetzt fangen wir direkt an mit ja der Machtergreifung und dem sogenannten 18. Brumaire. Und das ist also ein Kapitel, wo Napoleon sich überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert hat. Das ist wahrscheinlich einer der am schlechtesten geplanten und umgesetzten Staatsstreiche in der Geschichte. Ja. Und genau, also er beginnt eigentlich, macht ihm ein Politiker, Sieyès, macht ihm ein Angebot und sagt, ja, wir bilden hier ein Triumvirat, also das gab es ja schon öfter mal in der Geschichte, und also ein Dreierbündnis und wir übernehmen hier den Staat. Und er möchte Napoleon natürlich im Boot haben, weil, wie wir im letzten Video schon festgestellt haben, der hat sich also schon so viel Ruhm erworben in seinen ganzen Feldzügen und in den ganzen Schlachten und so weiter, dass also ein Staat ohne Napoleon zu diesem Zeitpunkt nicht mehr denkbar ist. Genau, und das wird also derartig tölpelhaft durchgeführt und es scheitert auch sogar fast. Also es liest sich eigentlich wie ja, ein bisschen wie eine Komödie, wie das vonstatten geht. Und also es scheitert fast. Und es ist ein Bruder von Napoleon, nämlich Lucien, wahrscheinlich der einzige Bruder in der Familie Bonaparte außer Napoleon, der sich irgendwie ja, durch da was ausgezeichnet hat. Ausgezeichnet hat. Ja, die anderen haben immer nur bekommen, genommen, haben ihren Geld bekommen und ausgegeben. Aber Lucien hat hier wirklich mal was bewiesen, hat bewiesen, dass er ihm geholfen hat. Und zwar setzt er ihn in einem ganz entscheidenden Moment. Das Parlament ist gegen Napoleon, möchte dieses Triumvirat nicht. Und im Endeffekt muss es jetzt einen Militärputsch geben. Und die Soldaten, die sind sich so unsicher, wollen wir das jetzt machen? Wir wissen nicht. Und Lucien sieht die Gefahr, sieht, dass sein Bruder die Chance verpasst auf diesen Putsch. Und dann setzt er ihn also ganz theatralisch, das könnte wirklich ein Shakespeare-Drama sein, setzt er also seinem Bruder das Schwert auf die Brust und so sagt vor den Soldaten, wenn Napoleon die Revolution verraten würde, dann würde ich ihn hier vor euch durchbohren. Und und bringt damit quasi alle Soldaten, überzeugt die, okay, dieser Putsch ist ja doch zu unserem Besten und zum Besten der Revolution, und überzeugt die, dass sie dann also dieses Parlament stürmen. Und ja, es ist dann eigentlich ein plumper Militärputsch, kann man sagen. Ja, genau, das ist halt auch das, was man doch feststellen kann von der Klassifizierung der Umstürze, sag ich mal, ja. Ich hatte mir durchaus auch bei meinen eigenen Überlegungen zur Faschismustheorie überlegt, ob ich nicht Napoleon gewissermaßen in die Beispielmenge für Faschismus mit aufnehme, aber gerade weil es sich eigentlich um einen ganz ordinären Militärputsch handelte und auch bei und auch von der Ideologie her, ja, das finde ich dann zu uneindeutig ist, habe ich davon Abstand genommen. Also es ist dann doch sehr viel profaner, um da gleich mit so einem Begriff drauf zu werfen, vielleicht, ne? Ja, also es wird im Endeffekt echt profan.
Was war denn so die Konstellation? Also wenn ein fast dilettantisch durchgeführter Putsch dann doch zum Erfolg wird, muss doch der Staat eigentlich eine reife Frucht gewesen sein, die Ja. was waren die Zustände, die das gewissermaßen fast erzwungen haben? Genau, wir hatten ja vorher hatten wir das sogenannte Direktorium, also ein Staat aus 5 Männern an der Spitze. Und das war also im letzten Thema schon, haben wir das schon angeschnitten. Und dieses Direktorium war also vollkommen, ja, dilettantisch und ist überhaupt nicht in der Lage gewesen, mit dem Problem Frankreichs fertig zu werden. Und die waren auch sehr verhasst in der Bevölkerung. Also die Stimmung vor dieser Machtergreifung war also schon so klar auf gegen das Direktorium eingestellt, dass da eigentlich kaum noch einer sich gezeigt hat, um dieses alte System zu retten. Und wie du schon gesagt hast, es war eigentlich eine reife Frucht, die nur noch gepflückt werden musste. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum dieser so dilettantisch und tölpelhaft ausgeführte Staatsstreich auch funktioniert hat im Endeffekt. Also mit einem gesunden Staat und einer gesunden Regierung wäre das so nicht möglich gewesen. Aber ich glaube, man sieht doch auch an diesen Schwierigkeiten der nachrevolutionären bürgerlichen Regierungen, dass es eben keineswegs trivial ist, eine alte feudale Elite völlig zu ersetzen und gewissermaßen dann ohne Bruch und in eine funktionierende bürgerliche republikanische Ordnung zu kommen. Ich meine, Frankreich hat ja das ganze 19. Jahrhundert im Grunde genommen hin und her geschwankt zwischen Republik und Monarchie in gewisser Hinsicht. Und auch nochmal unter Napoleon III. Gab es ja auch nochmal in Anführungszeichen den Rückfall in eine Monarchie. Also das heißt, dieser Prozess ist alles andere als trivial und hat sich doch über viele Jahrzehnte in Frankreich hingezogen, bis dann wirklich die Republik einigermaßen stabil war. Ne? Ich denke, das ist eine wichtige historische Lehre, die man da sehen kann. Was sich dann in gewisser Hinsicht ja bei der Dekolonialisierung auch im 20. Jahrhundert wiederholt hat. Ne? Also alle gut gemeinten Versuche, da eine Gesellschaft nach bürgerlich-westlichem Vorbild zu installieren, das hat meistens eher schlecht bis gar nicht geklappt, ja. Und das ist dann nochmal im Grunde genommen das gleiche Schema. Also das heißt, man kann nur allein mit guten Vorsätzen keine neue Gesellschaft bauen, ne? Sondern Nee, das ist bestimmt so. Und ich würde auch sagen, die Stimmung einfach in Frankreich zu der Zeit war, wir haben die Nase so voll von diesen ganzen republikanischen Komitees, die es ja doch nicht hinbekommen, uns eine stabile Währung und eine stabile Regierung zu stellen. Und es ist uns jetzt eigentlich egal, wer da kommt und was der macht. Hauptsache, es kommt immer wieder ein bisschen Ruhe und Ordnung rein. Und das ist natürlich die perfekte Stimmung für eine Diktatur. Und das haben sie ja dann auch bekommen. Und man muss natürlich auch der Hintergrund ist natürlich, denke ich, auch der, also Französische Revolution war ja ganz wesentlich auch durch im Grunde genommen einen verschleppten Staatsbankrott ausgelöst und dann die Versuche, das mit brachialen Steuererhöhungen irgendwie in den Griff zu bekommen, die Staatsfinanzen. Das Problem war ja nicht aus der Welt dadurch. Im Gegenteil, dadurch, dass dann an allen Fronten Kriege auch ausgebrochen sind, ist ja der Bedarf des Staates nach Geld eher gewachsen, denn er hat nachgelassen. Also die Hofhaltung im 18. Jahrhundert hat, glaube ich, etwa 6% der französischen Staatsausgaben in Anspruch genommen. Das heißt, man hat natürlich schon was gespart dadurch, aber unterm Strich war es wahrscheinlich eher belanglos, was jetzt durch die Beseitigung des alten Systems jetzt für den Staat direkt eingespart wurde. Also das heißt, die prekäre Finanzsituation blieb erhalten. Und ja, im Grunde genommen müssen dann auch die napoleonischen Kriege ein Stück weit auch als Beutefeldzüge ja auch gelesen werden. Ne? Das heißt, dass Ja, man, also um ganz sozusagen. Europa wird eigentlich seiner Beute und seiner Plünderung wird da freigegeben und Napoleon nimmt sich da überall und holt sich Geld raus, wie es irgendwie geht. Gut, also er ist dann nach diesem Putsch, haben wir dann das Triumvirat oder ist dann eigentlich Napoleon gleich der Alleinherrscher? Ja, also das Triumvirat existiert da noch pro forma, aber eigentlich dadurch, dass es ein Militärputsch ist und kein parlamentarischer Putsch, wie das geplant war
Konseiller von dem Initiator. Dadurch ist eigentlich Napoleon der einzige Mann, der in diesem Triumvirat was zu sagen hat. Und er wird dann auch relativ kurze Zeit danach, wird er sogenannter erster Konsul der Republik. Also eigentlich de facto kann man sagen Diktator. Und genau, die anderen beiden, die spielen dann überhaupt keine Rolle mehr, weil klar ist, er hat die Loyalität der Armee und mit der Armee hat er die Macht. Aber das ist doch auch so ein bisschen nach der Blaupause des römischen Imperiums, oder? Also, wenn man sich dann auch wirklich bei dem Triumvirat als bedient gewissermaßen als Muster, also ich sehe da schon so ein bisschen Cäsar und Augustus als Vorbild für Napoleon oder das Triumvirat, oder? Ja, auch mit erster Konsul, ne? Ja, Also, ja, ja, ja. dass man Also. sich quasi diese Titel so gibt und da wird schon ganz bewusst versucht und auch später wird ganz bewusst versucht, da eine Brücke zu schlagen zum Römischen Reich. Das sagt er ja auch immer, sagt er ja auch ganz offen, dass in seinen Adern fließt Cäsarenblut, so sagt er es, Ja, glaube ja, ich. ja. Ja, ist interessant. Er spielt damit. Es ist auch eine merkwürdige Koinzidenz, weil ja kunsthistorisch auch in der Zeit der Klassizismus herrschte. Das war ja nochmal eine verstärkter Rückbezug auch auf die römische Antike, was die Ästhetik anbelangte. Und es blieb nicht bei der Ästhetik, ne? Also das heißt, ich will mal sagen, die originäre Ästhetik des Absolutismus mit dem Barock war ja so ab 1750 schon auf dem Rückzug begriffen. Und ja, also dieser Antikismus hat also auch eine politische Seite, ne? Das finde ich ganz interessant und ja, fast ein bisschen kurios, aber ja, ist nicht von der Hand zu weisen. Ja, und er ist jetzt also erster Konsul und er sagt also er sagt so einen berühmten Ausspruch, der jetzt auch zeigt, was dann passiert. Also er sagt, die Revolution ist beendet, ich bin die Revolution. Und das soll quasi einen klaren Cut sagen zu den ganzen Systemen, die es davor gab, zu dem großen Terror und zu dieser ganzen Unruhe, die nach der Revolution geherrscht hat. Und eigentlich heißt das auch übersetzt, weshalb wir das heute natürlich als Diktatur bezeichnen und wenig positiv sehen, heißt das auch, so das einfache Volk hat jetzt hier nicht mehr mit der Macht zu sagen. Ich bin jetzt quasi, die ganze Macht ist jetzt in meiner Hand und ihr könnt also froh sein quasi, dass die Reformpakete, die ich euch jetzt gebe, das heißt das dann eigentlich. Und die Freiheiten gibt Napoleon und den Fortschritt gibt Napoleon. Und genau, das heißt, die Revolution ist beendet. Ich bin die Revolution. Ja, okay, aber es war wahrscheinlich einfach eine aus der pragmatischen Notwendigkeit, dass mich sich mit republikanischen Mitteln die Lage, innenpolitische Lage nicht stabilisieren ließ, war das Ja. dann sozusagen etwas, was letztlich auch vom Volk ja akzeptiert und hingenommen wurde, ne? Also er war ja dann auch nicht unpopulär, ne? Ja, das hat ja für uns heute so einen negativen Klang, Diktatur. Und auch generell wollen wir ja auch, dass das Volk an der Herrschaft beteiligt ist. Aber für die Leute damals, ich meine, wo kamen die her? Die kamen aus dem Hochabsolutismus. Und die waren im Wesentlichen froh, wenn sie was zu beißen hatten. Und wenn dann noch ein bisschen, ja, also noch ein bisschen der Schein gewahrt blieb und ein bisschen auch das Gefühl da war, okay, ich kann doch was erreichen, ich kann was werden in diesem Staat, auch wenn ich nicht Adliger bin, sondern nur durch meinen eigenen Verdienst und ich bin vor dem Gesetz, ist ein Adliger mir gleichgestellt, also ich kriege eine gerechte Verhandlung. Also das reichte den Leuten schon. Die brauchten überhaupt keine Demokratie, wie wir das heute verstehen, sondern die waren froh, wenn da Napoleon alles schon geregelt hat und denen es dann einigermaßen gut ging und haben sich natürlich dann gefreut, dass Frankreich so außenpolitisch so erfolgreich war. Genau, und deshalb Napoleon baut darauf auf und gibt den Leuten eben das, was sie wollen, Reformpakete, große Bauprojekte, gerade in Paris. Und Modernisierung von Straßen, Schulen, Militärwesen. Und das macht ihn immens populär unter der Bevölkerung.
Und genau, die Franzosen sind dann damit zufrieden. Die brauchen nicht. Das reicht denen dann als Revolution. Naja, ich meine, man muss das auch mal insofern verstehen, dass der gesamtgesellschaftliche Umbruch war ja so gigantisch, da muss ja überhaupt erstmal verdaut werden. Und wahrscheinlich geht das halt nicht mal so eben innerhalb von ein paar Jahren, dass man ein gesellschaftliches System völlig auf den Kopf stellt. Und es hat ja dann tatsächlich, ja, wie gesagt, noch ein ganzes Jahrhundert eigentlich gedauert, bis dann wirklich die Republik stabil war, ne? Also, oder vielleicht, ja, knappes Jahrhundert, ne? Genau, und das hatte ich dir ja auch schon mal im Vorgespräch gesagt. Wahrscheinlich, das war ein guter Kompromiss aus, genug wird verändert und reformiert, aber eben auch nicht zu viel, dass nicht die ganze Welt auf einmal aus den Angeln gehoben ist. Also ein guter Kom Napoleon war ein guter Kompromiss zwischen Veränderungen und zwischen vielen, was auch eben gleich Ja. blieb. Naja, man muss das auch mal vom Kulturgeschichtlichen sehen, dass der natürlich wir es mit einer Umbruchszeit zu tun haben, aber ich sehe doch den gesamtkulturellen Bruch vom 18. zum 19. Jahrhundert nicht als so radikal an, wie dann das, was die Moderne eigentlich brachte um 1900, ja. Denn vieles war ja doch auch, also die großbürgerliche Kultur hat doch vieles auch fortgeführt und übernommen, was sozusagen in der absolutistischen Kultur begonnen war. Also was weiß ich, die aus den königlichen Kunstsammlungen wurden dann die Kunstmuseen, ja, die Opernhäuser wurden verbürgerlicht und so weiter. Also die ganze Kultur des 19. Jahrhunderts hat sich doch in großem Maße dann auch aus der evolutionär gewissermaßen aus der höfischen Kultur auch ein Stück weit entwickelt. Ja, es ist gewissermaßen wie ein bürgerlicher Hofstaat ohne König gewesen, wenn man so will, die großbürgerliche Kultur des 19. Jahrhunderts. Und das heißt, es gibt eben auch die Kontinuitäten, sage ich mal, was ich in der klassischen Musik. Also die Frühklassik war noch ganz klar höfisch mit der Mannheimer Klassik und Beethoven war dann aber schon, wenn man so will, ein bürgerlicher Komponist in gewisser Hinsicht, der dann unabhängig von einem konkreten Hof, also war kein Hofmusikus, ja, sondern er war gewissermaßen freier Komponist, der natürlich auch adelige Auftraggeber hatte, aber auf jeden Fall war er auch seiner Gesinnung nach ja sehr, sehr viel bürgerlicher schon, ja. Ja, Und da sei mir die kurze Nebenbemerkung gestattet. Er wäre eigentlich gerne komplett autark gewesen von diesem ganzen alten System, aber in Wien ist man natürlich immer abhängig davon, Ja. dass dann der Adel auch meine Konzerte bezahlt und besucht und Ja. genau. Und deshalb so riesig war der Bruch dann gar nicht mit dem alten System. Und die Leute waren eigentlich zufrieden. Napoleon gründet dann also auch eine Zentralbank und schafft es, diese Wirtschaftskrise, die davor immer existiert hat. Also wir können uns das ja vorstellen, was Inflation und Hyperinflation bedeutet. Und Napoleon schafft das dann endlich mal, da vernünftige wirtschaftliche Verhältnisse hinzubekommen, dass die Leute das Gefühl haben, okay, die Regierung, das läuft. Und wahrscheinlich dann, also in zwei Wörtern runtergebrochen, sein kompletter innenpolitisches Programm ist dann eben der Code Civil. Und dafür steht er dann ja auch. Und das möchte er dann auch nach Europa, in Europa verbreiten. Also dieser Code Civil, diese Vorstellung von Fortschritt und von den Idealen der Revolution. Also das erste sozusagen systematische bürgerliche Gesetzbuch, ja, nach eben bürgerlichen Gleichheitsidealen in der Tradition der römischen Rechtstradition konstruiert, sozusagen in der Rechtsgeschichte ein Meilenstein, ja, der dann auch das deutsche Recht natürlich auch beeinflusst hat mit dem bürgerlichen Gesetzbuch. Es ist ja so, dass Frankreich und Deutschland die römische Rechtstradition teilen. Das ist sozusagen, was allgemein in Kontinentaleuropa ist, außer im angelsächsischen Raum, wie in Skandinavien, weiß ich gar nicht, was die für eine Rechtstradition haben. Aber auf jeden Fall sind das die beiden großen Rechtstraditionen eben im Westen. Das ist der angelsächsische Raum mit dem
eher empirischen, einzelfallorientierten Rechtswesen und dem eher deduktiven Rechtswesen, was vom römischen Recht herkommt, das sozusagen abstrakte Rechtsgrundsätze kennt und im Grunde genommen auf ein eher zentralistisches Staatsverständnis auch hinausläuft. Und dafür steht ja Frankreich einfach. Also dieser zentralistische Staat mit einer zentralistischen Administration, mit einem abstrakten Rechtswesen und so weiter. Also die ganze, das, was man so als moderne Administration bezeichnet, das wurde ja doch in Frankreich ganz wesentlich mitgeprägt, schon zur Zeit des Absolutismus im Grunde genommen, ja. Also auch da gibt es im Grunde genommen die Idee schon der rationalistischen Staatsführung, aber da war im Grunde genommen der Selbstwiderspruch bestand darin, dass man immer noch die hergebrachte Feudalordnung hatte, die eigentlich inhaltlich damit so ein bisschen in Widerspruch stand. Ja, deswegen war ja schon unter den absolutistischen Königen Frankreichs auch bürgerlichen durchaus beachtliche Karrieren möglich. Das war ja allgemein ein Mittel auch des Absolutismus, den Adel dadurch zurückzudrängen, dass man eben bürgerlichen Leuten, dass sie auch Minister werden konnten oder sowas. Ja, also das war ja auch empörend in seiner Zeit. Und ich will mal sagen, die konsequente Vollendung dieses Weges bestand dann darin, dass das Feudalsystem und auch der König am Ende des Tages völlig abgeschafft wurde. Ja, in gewisser Hinsicht ist das die Vollendung des Absolutismus und damit auch der Beginn des modernen Verwaltungsstaates. Ne? Ja, Napoleons Karriere ist ja selbst dafür maßgebend. Ja. Also, dass jeder alles werden kann, wenn er nur den nötigen Willen mitbringt, das Talent und ja, und auch mit Glück dann eben so eine Karriere möglich ist. Und wenn ich mir da auch die zweite Reihe von Napoleon angucke, und da sind ja auch viele Gestalten wie Murat zum Beispiel, der Offizier, der General von ihm. Also Karrieren, die wären so vorher nicht möglich gewesen. Und das macht eben auch, also in Verbindung mit diesem Code Civil, ist das also auch nach außen hin von der Außenwirkung etwas, wo weite Teile Europas eben sagen, ja, das ist ja toll, hier kommt Fortschritt. Und selbst wir als einfache Bürger, als einfache Menschen, die nicht zum Adel gehören, wir können jetzt auch ja, teilhaben an diesem System. Und das hat ihm, glaube ich, auch sehr geholfen. Also diese propagandistische Außenwirkung des Code Civil und der Ideale der Revolution. Ja. Gut, Genau. jetzt ist das sozusagen eine Sache, die vor allem in den wenigen Friedensjahren ja vorangetrieben wurde. Aber es blieb ja nicht beim Frieden, ne? Genau, also deshalb jetzt, es blieb eigentlich kaum je bei Frieden bei Napoleon. Und er beginnt also direkt mit einem Krieg, den er quasi geerbt hat von dem revolutionären Frankreich, nämlich mit England und Österreich. Also gerade England, der große Rivale, mit dem eigentlich nie wirklich Frieden ist. Und er beginnt seine Herrschaft als erster Konsul direkt mit einem Meisterstück. Du hast gerade schon ein bisschen die Brücke aufgebaut zu dem alten System mit dem Triumvirat und dem Konsuln. Und er beginnt also mit der Überquerung der Alpen. Und also er überquert die Alpen beim St. Bernhardspass. Und allein dieses Bild, also quasi wie Napoleon die Alpen überquert, das ist auch schon wieder so ein propagandistisches, ja, Meisterstück, weil damit natürlich ganz klar auf Hannibal angespielt wird. Und ja, also wie auch schon vorher mit Ägypten, er tritt eben in die Fußstapfen der großen Männer der Antike. Und diese ganze Alpenüberquerung zeigt halt auch ein bisschen von Napoleons Wesen. Er war halt eine Spielernatur. Und ich glaube, anders kann man auch nicht an so viel Macht gelangen, wenn man nicht bereit ist, Risiko einzugehen und immer wieder ein Risiko einzugehen. Und dieser erste Feldzug von ihm ist also genau das. Also ein unglaubliches Wagnis, was er da eingeht. Überquert mit 40.000 Männern die Alpen und schlägt dann eine ganz berühmte Schlacht bei Marengo.
Und die wäre also fast wäre das eine gigantische Niederlage für ihn geworden. Aber wie so oft in Napoleons, ja, in Napoleons Leben kommt ihm das Glück da zu Hilfe und er schafft es, also die Österreicher bei Marengo zu schlagen und beendet damit quasi den Krieg auf dem Festland. Ist zwar mit England ist immer noch nicht wirklich Frieden, aber mit Österreich ist quasi nochmal in die Schranken gewiesen worden. Und jetzt ist erstmal in Europa wieder Ruhe eingekehrt. Genau. Und das legitimiert ihn wahrscheinlich nach innen viel mehr als alle Bauprojekte oder Reformen, sondern weil also diese Legitimierung nach innen, dass jetzt endlich, wo seit der Französischen Revolution seit 10 Jahren dauernder Krieg war, vor allem mit England, ist jetzt endlich wieder Frieden. Napoleon hat es geschafft und er hat nicht nur einfach Frieden, sondern einen absoluten Siegfrieden hat er gewonnen. Und das macht ihn also innerhalb Frankreichs unglaublich populär, weil die Leute eben sehen, der redet halt nicht nur wie das Direktorium und so viele andere, sondern der schafft es auch tatsächlich, hier was vorzuweisen für uns. Genau. Und sogar mit Großbritannien ist dann kurze Zeit Frieden, obwohl man sagen muss, also eigentlich wirklicher Frieden mit Großbritannien und England bekommt Napoleon Zeit seines Lebens nicht zustande. Also da ist schon viel drüber geschrieben worden, also dass Großbritannien eben die Seemacht gegen die große Landmacht Frankreich und da sind einfach die Interessen sind so verschieden. Die englischen Handelsinteressen und die französischen Großmachtinteressen auf dem Kontinent, dass die beiden eigentlich nie wirklich zur Ruhe kommen, die beiden. Und ich glaube, Großbritannien, da gibt es kein Land, was Napoleon so viel Kopfschmerzen bereitet hat wie Großbritannien. Das Ja, kann gut, man, ich wird man so meine, sagen können. ja, dass die haben halt durch ihre Insellage, kann man die halt nicht mal so eben überrennen. Ja, also, dass jetzt Ja. 40.000 Mann den Ärmelkanal durchschwimmen, das hat er sich dann doch nicht getraut. Ne? Ja, er hat es ja Also, versucht. das. Ja, also das ist, es gab ja auch irgendwie so Pläne, einen Tunnel zu bauen und was nicht alles. Also das ist schon damals dann ein großes Thema gewesen. Ja, und dann wagt er ja sozusagen den propagandistischen Höhepunkt seiner Karriere, nämlich den Griff nach den Lorbeerblättern, ne, in gewisser Hinsicht. Genau, also für ihn, der ja immer eine Stufe weiter auf der Treppe der Macht geht, kommt für ihn dann die Kaiserkrönung. Und also er möchte eben mehr sein als einfach nur erster Konsul und irgendwie hier einer als Primus inter pares, sondern er möchte also ganz klar zeigen, auch der Welt zeigen und gerade den anderen Monarchen. Ich bin hier auf Augenhöhe, ich bin genauso viel wert wie hier ein Habsburger oder ein Romanow in Russland. Also ich bin hier auf einer Stufe mit euch, mit den ganz großen Herrschern in Europa. Genau, und sein propagandistisches Meisterstück, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie die Franzosen das so gesehen haben, ob sie gesagt haben, ja, also soll er das doch machen, ist uns eigentlich relativ wurscht. Oder ob die da, ich glaube, so begeistert waren sie eigentlich nicht von der Idee, jetzt wieder einen Kaiser zu bekommen, weil das ja doch ziemlich deutlich den Idealen der Französischen Revolution widersprochen hat. Wir hatten ja gerade Beethoven. Für Beethoven war das ja der große Bruch mit Napoleon. Also er hat ja seine Widmung unter der dritten Symphonie Eroica hat er ja die Napoleon-Widmung ausgekratzt, weil er eben gesagt hat, mit dieser Krönung hat Napoleon gezeigt, dass er von der Revolution nichts hält und hat die Revolution verraten. Ja. Also ich glaube, die Franzosen, die waren da eigentlich relativ, denen war das relativ egal. Die wollten halt vor allem
Die wollten vor allem Ruhe und Ordnung haben, was Napoleon eben gebracht hat. Und für Napoleon war das propagandistische Meisterstück, dass er es geschafft hat, den Papst nach Paris zu holen, nach Notre-Dame zu holen. Und dass da der Papst quasi Pate gestanden hat zu dieser Kaiserkrönung. Und das war, glaube ich, das große Meisterstück bei dieser ganzen Krönung, weil er damit eben ja auch wieder eine Brücke in die Vergangenheit geschlagen hat. Und der Papst hat sich da breitschlagen lassen. Die haben einen Deal gemacht und dass der Papst ihm da quasi nochmal göttliche Autorität und Legitimation gegeben hat, das war aus Napoleons Sicht war das ideal. Ja, also ich denke, der Hintergrund ist auch, dass ja die Französische Revolution der Kirche durchaus übel auch mitgespielt hat, ne? Also es gab ja zeitweilig auch irgendwie das Verbot von katholischen Gottesdiensten während der Revolution. Und unter Napoleon wird gewissermaßen der Katholizismus kommt wieder zu alten Ehren, ja. Also er vermutlich war auch das ein Motiv, dass der Papst ihm zugestimmt hat, weil er natürlich so gewissermaßen auch in Frankreich wieder Einzug hielt, ne? Also das ist wahrscheinlich auch der Hintergrund, der da sehr wichtig ist. Und es ist natürlich auch ein direkter Affront gegen den noch bestehenden Habsburger Kaiser, ne? Das ist natürlich auch klar. Und im Grunde genommen hört er da die Totenglocken schon, denn das Reich ist ja dann 2 Jahre später auch Makulatur, ne? Ich vermute, der Papst hatte gar keine große Wahl, weil Ja. Napoleon natürlich in Europa das Sagen hatte. Und Napoleon hat mal einen Satz gesagt, den ich sehr lustig finde. Also er hat gesagt, wenn ich Herrscher eines jüdischen Landes wäre, dann würde ich ein jüdischer Herrscher sein. Oder irgendwie den Tempel Salomons wieder errichten. Also für ihn war das eigentlich relativ egal, ob er da jetzt katholisch, ob er den Papst da hatte. Er sah eben den Katholizismus und den Papst vor allem als Mittel zur Macht, als Mittel zum Zweck. Und er war da eben ganz, also wenn die Leute daran glauben, dann ist mir das eigentlich egal. Und er Also war da eigentlich eben. auch, was das anbelangt, ein Machiavellist gewisser Hinsicht, ne? Ja, wie er eigentlich bei fast allem, was ihn Ja, anbelangt, ja, ein ja. Machiavellist. Immer gucken, was hilft mir, was kann meine Macht erweitern. Und genau, da war der Papst, war für ihn da ein gutes Mittel. Ja. Ja, also ich sehe ihn im Grunde genommen, also gerade bei dieser Kaiserkrönung kulminiert das eigentlich. Einerseits als in gewisser Hinsicht den letzten absolutistischen Herrscher und aber gleichzeitig den ersten modernen Diktator. Er hat für mich beide Facetten. Denn im Grunde genommen hat er auch schon, wie vielleicht nur Ludwig XIV., noch auch das königliche Ideal des Absolutismus irgendwo verwirklicht als der Brennpunkt der gesellschaftlichen Entwicklung. Ja, also das heißt, dass in Napoleons Händen ist sozusagen, laufen alle Zügel des Staates und Gesellschaft zusammen und er schafft wirklich eine prägende Gestalt in allen Bereichen zu sein. Ja, also das kann man ihm, denke ich, schon zugute halten, dass er das geschafft hat, ja. Und das ist ja in gewisser Hinsicht das absolutistische Herrschaftsideal, ne? Also dass der König ist der ausgezeichnete Beobachter von Staat und Gesellschaft, bei dem alle Fäden zusammenlaufen und der sozusagen die Maschine von Staat und Kultur und Wirtschaft und so weiter am Laufen hält und Überblick behält. Das ist ja das absolutistische Herrschaftsideal. Und dem kommt er doch relativ nah, also wie nur wenige Personen eigentlich in der Weltgeschichte. Einerseits, andererseits die ganze, ja, die Herkunft vom Militär und ja, das ist im Grunde genommen dann schon auch verweist auf die modernen Diktaturen dann auch, die wir immer wieder hatten. Das ist ja vielleicht doch das die häufigste Form der nichtdemokratischen Herrschaftsergreifung im 20. Jahrhundert ist einfach der Militärputsch ja gewesen, ne? Wenn man das wahrscheinlich mal zählen würde. Vielleicht dann dicht gefolgt von den kommunistischen Revolutionen. Also das ist dann auch wiederum ein sehr modernes Muster, ja. Was dann auch prägend werden sollte für die späte Neuzeit, ne? Ja, Also da er. sehe ich ihn auch ganz klar, dieses Diktatorische eben. Also, dass man eben nur durch einen Militärputsch zur Macht gelangt ist
Und dass man auch selbst ein Getriebener ist, davon immer wieder liefern zu müssen, weil man ja Ja. eigentlich die Legitimität, die man hat, erzeugt man nur aus den militärischen Erfolgen. Und das hat er auch selbst gesagt, meine militärischen Erfolge haben mich hierhin gebracht, wo ich bin. Ich muss immer wieder kämpfen und gewinnen, Ja. wenn ich mich hier halten will, wo ich bin. Und das ist wahrscheinlich auch mit die Tragik seines Lebens, dass er eben nicht einfach zur Ruhe kommen kann, wie das eben ein Habsburger Kaiser könnte. Und dann sich darauf auf den Lorbeeren ausruhen und das genießen, sondern er muss immer wieder liefern, weil er eben keine Legitimation hat, wie Ja. das ein Habsburger Kaiser hat. Ja, da wollte ja auch immer irgendwie anerkannt werden als gewissermaßen gleichrangig zum europäischen Hochadel. Aber der europäische Oh ja. Hochadel hat ihn natürlich nie anerkannt, ja. Für die Nee. war dann immer der Emporkömmling. Wobei interessant, soweit ich weiß, ist das nicht so, dass das schwedische Königshaus irgendwie so napoleonische Abstammung letztlich hat? Also das. Bernadotte ist das, glaube ich. Das ist also einer seiner größten Generäle gewesen, Bernadotte. Und der wird also, die Schweden fragen ihn also, ob er ihnen nicht einen Herrscher geben kann. Und dann gibt er ihnen Bernadotte. Aber der verrät also Napoleon dann doch wieder relativ schnell. Aber das ist eine der wenigen Geschichten, wo das eben funktioniert, wo die Ja, sich das ist durchsetzen ein können. kurioses Relikt auch der napoleonischen Zeit, dass gewissermaßen das schwedische Königshaus gewissermaßen nicht das Einzige ist, was nicht irgendwie ganz geradlinig auf den europäischen Hochadel zurückgeht. Ne? Gut, Genau. ja. Ja, dann. Genau. Getriebener ist dann schon das Stichwort, weil diese Friedensperiode ja nicht lange hält. Und dann kommt es auch relativ schnell schon wieder zum nächsten großen Krieg, zum dritten Koalitionskrieg. Und wir werden sagen müssen, mit England ist Napoleon also sehr schnell ziemlich deprimiert, weil er eben sieht, ich komme über diesen verdammten Kanal nicht rüber. Ich müsste eigentlich eine gigantische Flotte haben und nicht nur eine gigantische Flotte, sondern auch eben erfahrene Admiräle und Seeleute, die es also mit der britischen Marine aufnehmen können. Und das wird er niemals erlangen können, weil die Engländer ihn überall blockieren. Ich glaube, der große Punkt, wo also klar wird, dass das eben nicht funktioniert, ist dann Trafalgar, wo die gesamte oder große Teile der französischen Flotte werden dann vernichtet. Und ja, deshalb ist er mit England kommt er nicht so richtig weiter und besinnt sich dann auf das, was er also kann, wo er weiterkommt. Und das ist eben Europa, das ist die Landarmee. Und das ist eben der Krieg gegen die alten Rivalen Österreich und Russland. Und genau, da geht es dann weiter. Und das ist dann auch die Domäne, wo er also wirklich glänzen kann. Wo die Engländer also mit ihrer Flotte kaum zu schlagen sind, ist er das eben an Land. Und in dieser Zeit gründet sich auch dann die sogenannte Grande Armée, die also Berühmtheit erlangt in diesen napoleonischen Kriegen, und die ist also die beste Armee, das wird man so sagen können, die beste Armee, die diese Zeit zu bieten hat. Und gerade in dieser Zeit, also kurz so um 1805, 1806 rum, wo die Grande Armee, also da hat er jahrelang, hat er da Training und Ausbildung in diese Armee gesteckt, die ausgerüstet. Und diese Armee besteht auch zu großen Teilen aus Veteranen der alten Kriege, der Revolutionskriege. Und also diese Armee ist so an sich kaum zu schlagen von irgendeiner anderen Armee in ganz Europa. Die ist schneller als die anderen Armeen. Die haben eine viel bessere Moral als die anderen Armeen. Die sind besser ausgebildet, besser ausgerüstet. Und diese ganze Armee ist einfach durchdrungen von Napoleons Geist, von diesem Geist, ich kann hier aufsteigen. Wir werden angeführt von einem, der von Napoleon, der ist einer von uns. Und wenn ich hier mich bewähre im Kampf, dann kann ich auch was werden. Dann kann ich sogar in die höchsten Ämter aufsteigen und General werden. Und das Ganze
Also Napoleon schmiedet mit dieser Armee also ein Werkzeug, das kaum zu besiegen ist. Ja. Also im Grunde genommen, ja, wie soll ich sagen, das erste Glanzstück bürgerlicher Meritokratie, ja, und hat natürlich dann auch einen enormen Eindruck. Und ich meine, man muss sagen, die alten Armeen des 18. Jahrhunderts, da waren halt die Offiziere, das war halt durch den Adel besetzt, ne? Und das heißt nicht, die waren nicht unbedingt, die waren dort, weil es ihrem Status entsprach und nicht unbedingt, weil sie die Ja, Fähigkeiten hatten, ja. Und großes Problem. die Kriegsführung im 18. Jahrhundert war ja auch, das waren die, ja, die sogenannten Kabinettskriege, die es war sowieso eher, ja, ich will nicht sagen ein höfisches Spiel, aber auf jeden Fall doch eine Kriegsführung ganz anderer Art mit begrenzten Kriegszielen, wo es auch nicht darum ging, den Gegner irgendwie zu vernichten oder auszutilgen, sondern wo es eher darum ging, irgendwelche Vorteile in einer Art auf der Wiese ausgetragenen höfischen Schachpartie zu erringen. Also das war Ja. schon eine ganz andere Form der Kriegsführung. Das war in der Regel eine Art, ja, Hahnkampf im Hochadel, aber jetzt haben wir etwas völlig anderes. Jetzt geht es ja, also man kann sich jetzt gewissermaßen durch die Vernunft selbst legitimieren. Also man steht für die Menschenrechte, man steht für Gleichheit, man steht für Patriotismus und das hat doch eine enorme Kraft, also die Kraft, die das hat, sehen wir im Grunde genommen an diesen napoleonischen Kriegen. Ja, müsste man dann vielleicht auch noch darauf zu sprechen kommen, dass es das natürlich auf Deutschland dann eine sehr ambivalente Wirkung hat und die, glaube ich, auch für die deutsche Geschichte sehr entscheidend ist, ne? Diese Konfrontation mit Napoleon. Ne? Ja, und auch vor allem die Kraft, die Napoleon als Mensch dann auch hat und in diese Armee reinträgt. Also da gibt es dann Erzählungen, wie er die meisten Offiziere und Brigadegeneräle kennt er also beim Namen und geht dann selbst durch und fragt dann, wo dann jetzt hier warum der eine nicht dasteht, wo sein Platz ist. Und Napoleon, das wird man auch so sagen können, ist ja der letzte Herrscher in der Geschichte, der tatsächlich so ins Kriegsgeschehen reingeht, bei den Schlachten partizipiert und ja auch sehr erfolgreich damit ist, wie dass er also immer auch als oberster General, nicht nur als Herrscher, sondern auch als oberster General eingreift, selbst die Artillerie postiert und selbst sich das Schlachtfeld aussucht. Das gibt so meines Wissens nach Napoleon nicht mehr. Dann mit ihm endet auch Nee, diese nee. Zeit. Ja, das stimmt. Also auch da hat er eine Doppelnatur. Also das ist ja in gewisser Hinsicht noch mal ganz archaisch. Also das ist ja der frühmittelalterliche Herzog, wenn man so will, ja. Also der wirklich das Heer anführt, ja. Und wirklich auch in die Schlacht selbst eingreift. Also ich glaube schon im Zeit des Absolutismus war das nicht unbedingt selbstverständlich, dass der Fürst wirklich so unmittelbar im Kriegsgeschehen involviert ist. Ja, Also ich glaube, Friedrich das ist der ja Große fällt mir nur ein, der, wo ich Friedrich der das Große war, wüsste. Aber aber auch, das. auch die Türkenkriege, da waren ja in der Regel ja, Prinz Eugen und so weiter. Also das waren da die prägenden Figuren Genau. auf den Schlachtfeldern. Das waren zwar auch Es ist hochadelige, aber selten. ja. Es ist selten. Und so ein Mensch hat natürlich eine sehr viel größere Freiheit auf dem Schlachtfeld, als das einfach ein General hat, der immer fürchten muss. Er muss sich gleich vor dem Herrscher verantworten für das, was er getan hat. Na, Das das hat ist. ja auch Friedrich dem Großen so unglaublich geholfen im Siebenjährigen Krieg. Ja, wäre mal interessant. Er war Friedrich der Große war ja doch auch, glaube ich, ein Vorbild für Napoleon, ja, in gewisser Oh Hinsicht. Ja. ja, auf jeden Fall. Und Und das ist ja auch diese, das war ja auch also diese Geschwindigkeit ist ja auch eine preußische Tugend gewesen, ja. Natürlich war unter seinem Nachfolger Friedrich Wilhelm II. War ja recht unrühmlich, aber das war so ein unglücklicher König. Ne? Also der hat er dann ja auch Preußen in die Krise gestürzt, ja. Aber in gewisser Hinsicht erkennt man schon so ein bisschen auch das Vorbild Friedrich des Großen in seiner Herrschaftsausübung und in seinem, ja, würde ich schon sagen, ja. Also ich meine, Friedrich der Große war ja eine ganz prägende Gestalt seines Zeitalters, der ja auch für seine Gelehrtheit schon in seiner Gegenwart auch berühmt war. Also und er hat dieses Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus ja wie keiner
repräsentiert. Und in gewisser Hinsicht ist das Herrschaftsideal von Napoleon ja auch, wenn man so will, ein aufgeklärter Absolutismus, der nur die Aufklärung noch ein Stück weiter vorantreibt, kann man sagen. Ja, also ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht zu viel über Friedrich den Großen rede, weil das eben auch eins meiner absoluten Lieblingsthemen ist. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, das war eins der ganz großen Vorbilder für Napoleon. Er hat zum Beispiel beim Einzug in Berlin hat er gesagt, wenn Friedrich der Große noch leben würde, stünde ich heute nicht hier. Also quasi dieser große Respekt, den er vor ihm hatte. Und er hat auch also sich viel von ihm abgeguckt, bei den Schlachten von Friedrich dem Großen sich abgeguckt und hat auch mit Preußen lange Zeit so einen ja, unrationalen Respekt vor Preußen gehabt und so eine Liebe vor Preußen gehabt, eben weil er Friedrich den Großen so sehr geschätzt hat. Und das hat ihn also lange Zeit dazu gebracht, Preußen eben mit Samthandschuhen anzufassen und die denen noch Bündnisangebote zu machen. Genau. Und ich würde jetzt gerne noch über die Glanzstücke dann seiner militärischen Karriere zu sprechen kommen. Also, dass es erstmal der dritte Koalitionskrieg beginnt und also mit dieser Grande Armée. Also, wo wir gerade aufgeschlüsselt haben, warum sie so erfolgreich war, er beginnt direkt mit einem Meisterstück. Und zwar schafft er es ohne großartiges Blutvergießen, schafft er es bei Ulm, also in Süddeutschland, schafft er es, die Hälfte der österreichischen Armee einzukesseln, eben dadurch, dass seine Armee so unglaublich schnell ist. Und er schafft es, die Armee der Österreicher einzukesseln, abzuschneiden von einem Nachschub, so dass ein Soldat ihm sagt, Napoleon, Sie schaffen es, Siege nicht durch unsere Waffen, sondern durch unsere Beine zu gewinnen. Und er beginnt also diesen Krieg direkt mit einer Glanzleistung und 50.000 Österreicher, die Hälfte der gesamten Armee, geraten direkt in Gefangenschaft, ohne dass großartig ein Schuss abgegeben werden musste, nur durch sein geschicktes Taktieren und seine ja perfekt gedrillte und ausgebildete Armee. Genau, und er macht weiter, er geht weiter. Bis jetzt hat er ja immer nur in Italien gekämpft oder mal in Süddeutschland gekämpft, aber jetzt will er also tatsächlich den Österreichern mal zeigen, wer hier eigentlich das Sagen hat in Europa, möchte bis ans Ganze gehen. Und er geht also komplett bis nach Wien, läuft er durch. Und die Österreicher stehen erstmal davor und wissen überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollen. Das ist auch eine Sache, die wird sich öfter mal wiederholen bei den Österreichern. Die werden also so oft gedemütigt von Napoleon und warten eigentlich nur noch darauf, dass jetzt endlich die Russen von Osten kommen, dass sie sich mit den Russen vereinigen und dann noch irgendwie eine Chance haben, was gegen Napoleon zu gewinnen. Aber zu diesem Zeitpunkt steht Napoleon schon in Wien, schafft es also relativ schnell nach Wien vorzupreschen. Und ja, also eine größere Blamage kann man sich ja eigentlich nicht vorstellen für das Haus Habsburg und für die Österreicher, dass dann also Napoleon durch die Hauptstadt läuft und in den Habsburger Palästen dann diniert. Und genau, also das ist eigentlich mit diesen Glanzleistungen beginnt er also diesen Krieg. Und als Höhepunkt dieses Krieges, als die Schlacht, die eigentlich immer genannt wird, wenn man über Napoleon redet und über das napoleonische Generalsgenie, das militärische Genie redet, kommt jetzt also die Schlacht von Austerlitz. Jetzt kommt es also zu diesem großen Showdown zwischen Österreichern, zwischen Russen und den Franzosen. Und Napoleon sieht sich also einer etwas überlegenen Armee gegenüber, was die Zahlen angeht. Und er schafft es also hier, ihnen richtig eine Falle zu stellen. Und das wird also das Meisterstück in seiner militärischen Karriere. Und zwar macht er es so. Die Franzosen besetzen einen Berg, den Pratzen bei Austerlitz,
und haben also auf einem Hügel haben sie also eine ziemlich gute Position. Und er lockt den Gegner, vor allem den russischen Zaren Alexander, lockt er in eine Falle. Und zwar gibt er diese gute Position auf und signalisiert damit: Ach, ich bin doch nicht so sicher, ob ich jetzt hier eine Schlacht führen möchte. Ich gebe mal lieber diese gute Position auf, ziehe mich zurück. Und er baut darauf, er hofft darauf, dass der junge Zar Alexander, der ist also 28 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt, dass der Zar Alexander also ja mit 28 Jahren, der will natürlich jetzt hier diese Schlacht schlagen und will Napoleon besiegen und möchte also für sich selbst auch Ruhm erwerben und denkt auch, ja, durch die zahlenmäßige Überlegenheit sind wir ja in einem Vorteil. Und dieser Zar Alexander läuft ihm also komplett in die Falle. Und zwar stellt sich Napoleon dann unterhalb des Berges neu auf und lockt also die Russen und Österreicher, verbringt er dazu, ihn anzugreifen und möchte den quasi signalisieren, er wäre unvorbereitet. Dabei ist es genau das, was Napoleon geplant hat. Er plant, dass die Gegner ihn angreifen und er lässt sie also in eine wunderbar aufgestellte Falle rennen. Und das muss man sagen, ist das Meisterstück in seiner militärischen Karriere. Und er vertraut da komplett auf seine Grande Armée und auf sein eigenes militärisches Genie, die Aufstellung richtig zu, also die Armee richtig aufzustellen. Und an diesem Tag werden also die Russen und Österreicher werden komplett vernichtet. Okay, das heißt, er hat auch hier hohes Risiko gegangen, denn Ja, immer. eine gute Position gibt man, also die Höhen muss man im Militär eigentlich immer halten, ne? Weil das überlegene Eigentlich Positionen ja, sind, ja. Das ist also genau. ein militärischer Grundsatz, die Höhen muss man halten und eine Höhe zu erstürmen ist schwierig, ja, und eine Höhe zu halten ist leicht, ne? Naja, weil der Feind bergauf laufen muss und allein schon deswegen, ne? Und man natürlich die bessere Übersicht hat und ja, das ist Und da also. zeigt sich eben das Genie von Napoleon. Er geht eben nicht nur nach dem Buch vor, okay, ich habe hier eine Höhe, die muss ich halten, sondern er Ja. sieht die Chance, er sieht die Chance, die es hat, wenn der Gegner ihn angreift, und er sieht die Chance, die es hat, den Gegner unvorbereitet zu treffen. Und Ja. zwar denken die Österreicher und Russen, also sie könnten die Franzosen jetzt überrennen, und er sieht also die Chance und schafft es damit, den Gegner zu schlagen, indem dann also die Österreicher und Russen selbst dann angegriffen werden, obwohl sie denken, sie wären die Angreifer. Ja. Und damit, so sagt er selber, hatte er die Schlacht schon halb gewonnen. Und das ist also auch das Genie von Napoleon, eben nicht streng nach Buch vorzugehen, sondern immer zu gucken in der jeweiligen Situation, wie kann ich dieses Schlachtfeld für mich am besten nutzen. Und das hat er eben bei Austerlitz meisterlich geschafft. Ja, jetzt kommt das ja trotz der Preußenverehrung auch noch zur Auseinandersetzung mit Preußen. Ist es jetzt noch Teil des Dritten Koalitionskrieges oder ist das ein... Ja, die Koalition ist ja eigentlich ab nach Austerlitz zersprengt, weil die Österreicher müssen jetzt Frieden schließen. Und der Eintritt Preußens ist also ja derartig dumm und tölpelhaft, dass es eigentlich ein Wunder ist. Also, eigentlich machen die Preußen alles falsch, was sie falsch machen könnten mit diesem Kriegseintritt. Sie warten nicht darauf, auf russische Unterstützung. Sie sprechen sich nicht ab mit den anderen Teilnehmern der Anti-Napoleon-Koalition. Und sie treten also in den Krieg ein zu dem schlechtesten denkbaren Zeitpunkt, nachdem Napoleon schon Österreicher und Russen, ja, mit denen den Boden aufgewischt hat. Und dann wird Friedrich Wilhelm III. Also getrieben von seinen eigenen Beratern, aber auch von Napoleon, der ihn also jetzt zwingen will, entweder machst du jetzt mit mir ein Bündnis, oder ich vernichte dich, so ungefähr.
ja, tritt Friedrich Wilhelm von Preußen dann in diesen Krieg ein. Ja, und Preußen wird also völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Er ist ja auch Genau, noch ein also. relativ junger König, ne? Vielleicht auch noch nicht so erfahren. Er wird aber dann doch auch, finde ich, ein großer werden. Also er durch diese ganzen napoleonischen Herausforderungen reift er doch auch zu einem preußischen König heran, der, ich würde mal sagen, auch eher auf am Ende des Tages doch eher zu den Glücklichen gehört. Aber das ist jetzt nicht unbedingt das Thema. Aber auf jeden Fall wird er stark geprüft natürlich durch Napoleon. Ja, da gibt es Ja, also. diese dramatische Flucht, ne, aus Berlin, ne, und dann die demütigenden Verhandlungen und also, ja. Ja, also da bekleckert er sich nicht mit Ruhm. Und ich glaube, der Ausspruch ist, der König hat eine Bataille verloren. Also nach Jena und Auerstedt, das ist eben diese riesige Niederlage, wo die Preußen komplett vernichtet werden, die preußische Armee komplett vernichtet wird. Danach ist also in Berlin wird ausgehangen, der König hat eine Bataille verloren, Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Und der König nimmt eigentlich alles, was er tragen kann und flieht in das hinterletzte Eckchen von Preußen, also nach oben, nach Memel, nach Ostpreußen. Und also auch wenn du sagst, vielleicht später wird er reift er dann zu einem großen König. In diesem Fall muss man sagen, er lässt seine eigenen Untertanen da ziemlich im Stich. Und überlässt also Berlin und Brandenburg der Plünderung Napoleons. Genau, der dann eben in Berlin siegreich einzieht. Ja, da gibt es auch so ein berühmtes Gemälde, ne? Ja. Wo man ihn, Genau, mal gucken, ob ich es noch einblende zu diesem Zeitpunkt. Genau. Und eigentlich jetzt erst. Genau, die Preußen waren bis zu diesem Zeitpunkt alleine und jetzt erst in Ostpreußen sind die Russen so ein bisschen dabei, ihren Verbündeten dann bis zu Hilfe zu kommen. Also das meine ich eben mit einem total dummen Kriegseintritt, weil eben nichts abgesprochen war zwischen den Verbündeten. Und die Russen sind also jetzt im Osten von Preußen. Preußen ist eigentlich schon verloren. Und jetzt erst kriegen es die Preußen und Russen hin, sich irgendwie in Ostpreußen zu vereinigen und dann noch ein bisschen etwas von Widerstand zu leisten. Genau. Vielleicht machen wir noch mal eine kurze Nebenbemerkung zum Heiligen Römischen Reich. Das habe ich jetzt ein bisschen übergangen, glaube ich. Dass wir das nicht aus den Augen verlieren, da müssen wir auch noch ein bisschen was zu sagen. Ja, es ist ja so, dass beim Zweiten Koalitionskrieg wir die Situation haben, dass wir auf der einen Seite eben das Heilig Römische Reich Österreich sozusagen auf der einen Seite des Krieges haben, aber es dann eben auch zu einem Bündnis kommt zwischen Reichsterritorien und Napoleon. Also genau, ich habe mich eben versprochen, es ist der dritte Koalitionskrieg, bei dem wir diese Situation dann haben. Ne? Das ist also 1805 und da ist dann eben Bayern und Württemberg und Baden kämpfen auf der Seite von Frankreich, aber das Heilig Römische Reich kämpft eben gegen Napoleon. Das heißt, das Heilig Römische Reich ist mit sich selbst im Kriege. Ja, das ist nun nicht wahrlich neu, das hatten wir im 30-jährigen Krieg auch, aber das ist dann im Grunde genommen der Sargnagel des Heilig Römischen Reiches. 1805 haben wir eben den dritten Koalitionskrieg, wo wir diese Bündnisstruktur haben und 1806 legt dann eben Franz II. Die Kaiserkrone nieder. Ja? Und damit ist das Reich Geschichte, was sowieso nach 1648 einen sowieso fragwürdigen Zustand hatte, vor allem dann auch durch den preußisch-österreichischen Gegensatz immer auch schon eigentlich gespalten war, aber formal weiter bestand. Auch Friedrich der Große hatte nie irgendwie Ambitionen, aus dem Reich auszutreten, hat sich immer auch als Reichsfürst
begriffen. Aber damit ist diese etwa 1000-jährige Geschichte des Heiligen Römischen Reiches endgültig beendet. Und ja, das ist natürlich schon ein Einschnitt für Deutschland, der uns fast noch bis in die Gegenwart begleitet. Also das ist halt diese Besonderheit dieses Reiches, das Mitteleuropa so sehr geprägt hat, was aber dann doch sehr andersartig war, als die anderen Staaten, Nationalstaaten, die sich in Europa gebildet hatten. Das ist eben die Besonderheit hier unserer Geschichte auch. Ne? Und ja, das stellt dann natürlich die Frage, wie es weitergeht mit Deutschland. Dann auch nach 1815 kommt es nicht zu einer deutschen Staatsbildung, ne? nach dem Wiener Kongress. Der Deutsche Bund war das, glaube ich. Ne? Ja, der Deutsche Bund, aber er war ja relativ schwach. Also das war, das war nicht wirklich ein Ersatz, also kein Äquivalent zu den anderen europäischen Staaten. Ne? Ja, genau. Und genau, also deshalb für uns Deutsche ein wichtiges Datum eben, dass 1806 das Reich sich selbst auflöst oder aufgelöst wird von dem Kaiser. Ich glaube, was aber ein bisschen bezeichnend ist, dass eigentlich niemand so richtig trauert, oder? Naja, es war ja schon Makulatur irgendwo, aber es war ja, schon irgendwo. Es war schon irgendwo, also die Deutschen hatten da immer auch so eine gewisse, es ist eine ganz komische Sache, es war einerseits immer sehr schwach, aber dafür, dass es so schwach war, hat es dann ja doch sehr lange gehalten, was ja doch auch faszinierend ist. Und wenn es dann darauf ankam, etwa bei der Belagerung von Wien, ja, haben dann auch die Mechanismen so weit funktioniert, dass dann die Türken besiegt werden konnte. Ja, also das ist ja schon eine ganz, ganz merkwürdige Geschichte, die sehr rätselhaft ist im Grunde genommen. Also das, was das anbelangt, ist halt uns eine Gradlinigkeit der Geschichte verwehrt geblieben, wie sie Frankreich oder England eben in ihrer Geschichte haben, was viel Tragik mit sich gebracht hat in der Geschichte, was aber auch ein besonderes Erbe einfach ist. Ne? Also das man muss das auch, aber ich meine, ohne Verständnis für Tragik kommt man in der deutschen Geschichte sowieso nicht weit. Das ist so. Ja, aber das Heilige Römische Reich, ja. Und ich will auch sagen, auch so eine gewisse romantische, so ein gewisses romantisches Festhalten an diesen alten Strukturen. Ja, genau. Das ist, glaube ich, auch das, was eben so prägend ist für Deutschland, dass eben, ja, auch wenn das nicht real nichts bringt, aber man hält ja doch irgendwie dran fest, weil man hat sich ja so dran gewöhnt. Und genau. Und ja, es ist halt auch so, es ist auch also diese starke Hang der Deutschen zum politischen Idealismus ist ja schon auch durch dieses Reich begründet gewesen, ja. Und das zieht sich von über die Jahrhunderte hindurch und bis in die Gegenwart sind die Deutschen unverbesserliche Idealisten mit allem Wohl und Weh, was damit einhergeht. Also das ist die Verbindung von Politik und Idealismus ist einfach prinzipiell eine gefährliche Mischung, ja. Aber auch oft eine tragische Mischung, ja. Das hat aber auch Potenzial, muss man, hat muss auch Potenzial, man zu natürlich, unserer Ehrenrettung sagen. Hat auch naja, sehr also viel meine, Potenzial. Also ich meine, es gibt durchaus auch Sachen, derer man sich mit Stolz erinnern kann. So ist ja das erste Gesetz, das die Sklaverei verbietet, der Sachsenspiegel, soweit ich weiß, im späten Mittelalter eben auch aus Deutschland stammt. Also dessen sollte man sich auch mal erinnern. Ja, also die deutsche Geschichte ist sehr, sehr vielgestaltig und ich würde sagen, sehr viel schwerer zu verstehen als was die Geschichte Frankreichs, wo man immer das ist immer so, es gibt immer eine Haupthandlung, das Königtum und dann die Republik, ja, anhand derer man die Geschichte Frankreichs einfach erzählen kann. Das ist in Deutschland halt nicht so einfach. Ja, oder auch bei England viel einfacher, ne? Genau, genau. Die England einzelnen hat, Stadien ja. dann zu erzählen und England 100-jähriger hat, Krieg, neues ja. Kapitel. England hat ja naturgemäß ein Zentrum, ja, weil einfach klar ist, dass
England durch seinen Handel mit dem Kontinent ist darauf angewiesen, ja, dass sehr viel Handel mit dem Kontinent passieren wird. Dann haben wir den größten Fluss in England und wir haben den einen Ort, wo sozusagen von der Hochseeschifffahrt auf die Binnenschifffahrt umgeladen wird, beziehungsweise auf den Landweg. Und das ist einfach London. Ja. Das heißt, dieses Zentrum London für England ist strukturbedingt da. Es ist unweigerlich, dass London zum Handelszentrum wird. Und damit auch zum geopolitischen Zentrum von England. Ne? Und damit ist England auf eine natürliche Weise zentralisiert, was Deutschland bis heute nicht hat. Ne? Nee. Ja, gut, Vielleicht, ich. ich würde noch mal gerne deine Meinung wissen. Also glaubst du, hätte es sich auflösen müssen? Warum glaubst du, hat der Kaiser es aufgelöst? Also wäre da Naja, nicht eine den. Möglichkeit gewesen, das irgendwie zu retten? Ja, ist eine gute Frage. De facto hatten halt mehrere Fürsten Hochverrat begangen, sozusagen, ja. Und das war so substanziell, dass es de facto aufgehört hatte zu existieren. Wie willst du das noch? Außerdem war ja die militärische Lage aussichtslos auch gewesen. Also er hätte, mit welcher Autorität hätte er sich da irgendetwas durchsetzen können, ja. Die Frage ist natürlich, warum man dann nicht 1815 es irgendwie wieder hätte aufleben lassen wollen, ja. Ja, auch das Das ist wäre die ja möglich Frage, aber gewesen. das wäre sozusagen dann, würde man dann in der nächsten Sitzung auch besprechen, ne? Ich meine, hieß ja Restauration, also eigentlich Ja. wäre das, ja. Ich will nur kurz sagen, es waren ja vor allem die Bayern, ne? Also die Bayern waren es vor allem, die zu Napoleon übergelaufen sind. Und ohne Napoleon wäre Bayern auch überhaupt nicht so groß, wie wir das heute also kennen, ich glaube, flächenmäßig größtes, bevölkerungsmäßig, ich glaube, Zweitgrößtes, ja. zweitgrößtes. Also Franken und das alles kommt eigentlich nur durch Napoleon zu Bayern. Die sind da Ja, also, das stimmt. die Ja. sind da im richtigen Moment übergelaufen Und dann und lassen dann auch auch wieder und zurück, ne? Auch genau, wieder dann wieder zurück. Also, zurück, ja. die haben schon, ja, wie soll ich sagen, Eigentlich wenig ruhmreich, wenn man das mal so wenig sieht. ruhmreich, aber doch erfolgreich, ja. Doch So kann man es vielleicht erfolgreich, sagen, ja. 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 Okay, Gut, dann. genau, wir waren Preußen bei Preußens Untergang. Friedrich Wilhelm hat die Flucht ergriffen und jetzt, weil wir hatten ja das Video, also Napoleons Zenit der Macht oder eben seinen Machthöhepunkt und jetzt kommen eben schon langsam die ersten Anzeichen seiner Grenzen. Und zwar ist er also jetzt hier in dem Osten von Preußen, was ja große Teile von Polen beherrscht hat nach den polnischen Teilungen. Und hier merkt man jetzt schon langsam, okay, die Logistik in so weit entfernte Regionen, das will nicht mehr so ganz vernünftig funktionieren. Und vorher konnte die Grande Armée sich immer vom Land irgendwie versorgen und immer dort sich beschaffen und Versorgung beschaffen. Aber das wird eben jetzt hier immer schwieriger, weil man eben so weit von der Heimat entfernt ist, dass also schon, also einem kritischen Beobachter muss schon langsam gedämmert haben, dass hier die Grenzen von dem, was eroberbar ist für Frankreich, dass die hier aufhören. Und Napoleon kämpft dann noch einige blutige Schlachten, also sehr blutige Schlachten, vor allem bei Eylau und Friedland, wo man sagen muss, das waren jetzt also keine Meisterstücke mehr wie Austerlitz oder wie Marengo, wo er jetzt hier den Gegner total vernichtet hätte, sondern das waren für beide Seiten, waren das verdammt blutige Schlachten, die auch fast wie ein Unentschieden dann gewirkt haben. Genau, deshalb würde ich sagen, hier dämmert schon langsam, okay, hier sind die Grenzen des Möglichen für die Grande Armee. Also ein vorsichtiger Mensch wäre hier nicht weitergegangen. Und jetzt kommt es dann zum Glück für Napoleon, auch weil die Russen auch eigentlich nicht mehr können. Am Boden, Österreich liegt am Boden und Russland hat auch keine Lust mehr, weil die auch eben schon einen verdammt hohen Blutzoll bezahlt haben. Der russische Zar Alexander, der also am Anfang so ganz blauäugig daran geglaubt hat,
So, jetzt haben wir leider auch wieder ein Ist bisschen nicht schlechtere allein. Der ist Verbindung. also langsam ein bisschen desillusioniert. Und hier geht's wieder. Ja, jetzt geht's wieder, ja. So, und dann kommt jetzt, also das, wo ich sagen würde, das ist der Zenit der Macht, der Höhepunkt seiner Macht, und das ist dann der Frieden von Tilsit. Und das ist quasi dann der Moment, wo Napoleon das bekommt, was er sein Leben lang, wo er sein Leben lang drauf gehofft hat. Und zwar ein anderer Monarch, der russische Zar, begegnet ihn in Tilsit auf Augenhöhe und gibt ihm quasi die Anerkennung: Du Napoleon, du bist einer von uns, du bist hier einer der großen Herrscher Europas und wir sind hier auf Herrscher auf Augenhöhe. Und davon ist Napoleon also so begeistert und das ist also sein großer Moment, dass er es schafft, dass der Zar ihn also als einen gleichrangigen Monarchen da wahrnimmt. Oder er sagt zumindest, dass er ihn so wahrnimmt. Genau. Und in diesem Frieden von Tilsit kommt ein Bündnis zustande zwischen Russland und Frankreich. Und vor allem schafft Napoleon es, Russland zu der Kontinentalsperre zu bewegen. Das ist etwas, das müssen wir auch noch ein bisschen drüber reden, dass die Kontinentalsperre war eben, also weil wir haben ja schon über England geredet und die Unmöglichkeit für Frankreich, England zu erobern und die Kontinentalsperre war Napoleons Antwort darauf. Okay, wenn wir England nicht erobern können, wenn wir es nicht schaffen, zu landen in England, dann verbieten wir quasi den englischen Handel, wie ein riesiges Embargo verhängen wir und dass quasi ganz Europa nicht mehr mit England Handel betreibt. Und das war seine Überlegung, wenn wir nicht mehr Handel mit England betreiben und den Handel mit England verbieten, dann würden die ja schon irgendwie zu Kreuze kriechen, weil die ja keine Waren mehr verkaufen können. Und das war, glaube ich, die große Illusion, der er so lange hinterhergelaufen ist. Also, und auch viele seiner Kriege sind also deshalb auch geführt worden, weil er die Kontinentalsperre erweitern wollte. Er wollte eben verhindern, dass irgendein Land oder Hafen mit England Handel betreibt und diese englischen Waren, die Kolonialwaren, Schokolade, Tabak, Zucker, Schokolade, dass dieses alles nicht mehr nach Europa kommt und England kein Geld mehr damit verdient mit dem Handel. Ja, ich verstehe. Also im Grunde genommen auch eine moderne Form der Kriegsführung. Ich weiß nicht, ob es eine vergleichbare große Handelskriegsführung vorher schon in Europa gab. Es ist auf jeden Fall ja dann Vorbild auch bis eigentlich in die Gegenwart. Ich meine, wenn wir an die Sanktionen gegen Russland denken, ist das ja auch so eine Art Kontinentalsperre, also jetzt bezogen auf, also jetzt nicht geografisch verstanden, aber im Sinne eines großen Handelsembargos, ja. Gleichwohl haben wir ja auch aus der Kontinentalsperre gelernt, dass im Zweifelsfall, wenn es nicht erfolgreich ist, die Staaten die eher stärker auch macht, weil es ja im Grunde genommen die Anstrengungen zur Autarkie dadurch notgedrungen gefördert werden, ne? So. Jetzt steht das Ja, ich Bild ein glaube, bisschen. dass das stimmt. Ein Embargo ist auch was Modernes. Also ein Embargo ist auch eben eine moderne Art. Ich meine, das sehen wir ja gerade, wie wir das Embargo gegen Russland verhängt haben nach dem Krieg in der Ukraine. Aber es zeigt sich eigentlich schon bei Napoleon, dass es nicht funktioniert, so wie man sich das vorstellt. Oft ist derjenige, der ein Embargo verhängt, ist am Ende der Gelackmeierte und diese Kontinentalsperre hat eigentlich England zu dieser Vormachtstellung auf See und zu dieser Vormachtstellung im Handel verholfen, die dann eben das gesamte 19. Jahrhundert die englische Macht und die Macht des britischen Empire besiegelt hat. Und ich will sagen, also was wahrscheinlich das Märchen, dem Napoleon so lange aufgesessen hat. Es ist einfach nicht möglich,
auf so großem Maßstab in ganz Europa Handel zu verbieten und die Ja. Einfuhr von Waren zu verbieten. Jetzt stelle ich mir vor, ich besetze jetzt den Hafen Hamburg, aber genau wie bei illegalen Drogen, wie das heute ist, oder bei irgendwelchen Gütern, die verboten sind, es gibt immer einen Schwarzmarkt. Ja. Es wird immer Händler geben, die trotzdem die Waren reinschaffen und dann in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, und keine Polizei, kein Abhörsystem kann so gut sein, dass es alle Waren und alle Warenströme kontrolliert, vor allem nicht damals mit den damaligen Mitteln. Und das war eben dieser große Fehler, dem Napoleon aufgesessen war. Er könnte verhindern, dass die Engländer weiter Handel betreiben. Aber wir wissen, du und ich, wir wissen, die Menschen werden immer Kaffee wollen und Ja, Schokolade ja, haben ja, wollen und ja. Zucker haben wollen und eben diese ganzen Waren haben wollen, die es aus der neuen Welt gibt. Das wird immer seinen Weg finden. Und wahrscheinlich war es für die Engländer sogar, ja, was Positives, weil damit hatten sie den Handel wirklich komplett in ihrer Hand. Naja, der Rest der Welt, also es war Ja, eine Isolation und von Europa, ja, also und der Rest der Welt, da hat dann ja, ja nach wie genau. vor England dominiert, ja. Ja. Wie ist das? Genau. War Portugal jemals unter napoleonischer Herrschaft? Ja, war unter napoleonischer Ah, Herrschaft. okay. Genau, dieses ganze Iberien-Projekt kommt in dem nächsten Video Ja, dann. genau. Da ist dann ja auch schon wieder ein bisschen zwiespältig, ne? Also das ist dann auch nicht mehr die reine Genau. Erfolgsgeschichte, ja. Genau, deshalb, wir kommen so langsam in das rein. Das war quasi hier der Zenit, der Höhepunkt der Macht. Und jetzt mit dieser Kontinentalsperre sehen wir, wie er sich langsam in eine Idee verrennt, die also nicht zum Erfolg führen kann. Ja. Und er zwingt also auch Russland in diese Kontinentalsperre rein und will alle Länder in diese Kontinentalsperre bringen. Aber für Russland sind einfach die Interessen, mit England Handel zu betreiben, sind einfach da. Ja. Russland kann seine Waren absetzen, vor allem die ganzen Rohmaterialien, und kann sich dafür Waren importieren. Es ist einfach sinnvoll für sie, Handel zu betreiben. Ja, Und das ja. versteht Napoleon nicht. Da muss man sagen, das ist dieses Weltfremde an dieser ganzen Kontinentalsperre. Er versteht Ja. nicht, dass er nicht der Welt verbieten kann, mit England Handel zu betreiben. Ja, er ist halt ein Und Militär und kein Ökonom, ne? er ist kein Ökonom, genau. Ja, Und ja. er versteht nicht, dass Handel immer seinen Weg findet und auch der Schwarzmarkt dann seinen Weg Ja, findet. oder auch über Drittländer. Ich meine, das ist ja auch so eine Sache. Das Klar, ist ja jetzt auch bei klar. Russland genau das gleiche Problem, dass es dann halt über Drittländer passiert, der Handel, und man das nicht wirklich unterbinden kann, ja. Ich glaube, Also, da können wir auch viel für heute draus lernen. Also, ja. dass eben ein Naja, Embargo nicht so einfach wir haben ja ist. eine Außenministerin, die die Ansicht äußert, dass im 19. Jahrhundert Kriege mit Panzern geführt würden. Da haben wir ja beste Voraussetzungen, was die Bildung anbelangt, ne? Da wird sicherlich auch diese Lehre gezogen werden. Bin ich zuversichtlich. Ja, ich hoffe ja darauf, dass im Außenministerium ja doch noch intelligentere Leute sitzen als dann Ja. die Na, Ministerin, also und wir dass da hoffen dann trotzdem noch. über ein hinreichend hohes Maß an Fremdscham im Außenministerium. Ja, Ne? ich bin da immer Optimist bei sowas, aber da hast du natürlich recht, dass da, ja, und das sehen wir eigentlich heute ja auch, dass das so nicht Ja. funktioniert. Ja. Genau. Gut, ich möchte noch mal ganz kurz so als allerletzten Punkt, bevor wir es dann abschließen, auch auf die, ich will mal sagen, die Wirkung von Napoleon auf Deutschland zu sprechen kommen, die ja sehr ambivalent ist. Denn einerseits wurde natürlich der bürgerlichen Revolution mit sehr viel Sympathie begegnet, ja. Auf der anderen Seite hat man dann natürlich Frankreich und Napoleon als Hegemon erlebt. Man hat dann mit den Besetzungen zu tun gehabt, mit den Einquartierungen und so weiter, also auch Plünderung etc. Also Mus hat auch sehr viel Not dann natürlich erlebt und hat zusehen und vor allem dann, ich meine, das ist dann für nächstes Teil mit dem Russlandfeldzug, war das natürlich dann eine Katastrophe, ne? Also das heißt, diese Ideale der französischen Revolution haben sich für Deutschland auch also wir haben auch die schwarze Seite des Ganzen gesehen, ja. Im Grunde genommen auch die Vorausschau auf die modernen Diktaturen und alles, was damit einhergeht, ja. Sodass also auch schon von daher dieses Hinüberschwappen der französischen Revolution auf Deutschland für Deutschland selbst sehr
zwiespältig war und eben auch sehr, sehr negativ wahrgenommen wurde. Und dann im Zeitalter oder im Augenblick des Triumphes über Napoleon dann auch die Restauration natürlich triumphiert hatte. Das ist sozusagen sehr prägend auch für die deutsche Geschichte gewesen. In gewisser Hinsicht wiederholt sich das in Versailles eine ähnliche Konstellation, was dann auch viel über den schwierigen Weg der Deutschen zur Demokratie dann ja auch damit sehr viel zu tun hatten. Aber ich denke, das ist auch prägend für Deutschland irgendwo gewesen. Und sodass also die Französische Revolution für Deutschland eben nicht einfach nur eine Befreiung war, sondern beging auch mit imperialer Hegemonie über Deutschland einher, ne? Und das ist, denke ich, Ja. eine sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr ambivalente Erfahrung, die Deutschland historisch hier gemacht hat. Genau, also da will ich erstmal sagen, dass natürlich Napoleon nicht mehr eins zu eins die Ideale der Französischen Revolution verkörpert hat. Er hat das zwar gesagt, aber auch aus der heutigen Sicht wird man sagen müssen, das war natürlich nicht die Republik, wie man die sich vorstellt, oder die meisten Menschen, die sich vorgestellt haben. Und wahrscheinlich wäre den Leuten das auch so lieber gewesen und die hätten da gar kein Problem mit gehabt. Ich glaube, das Verhältnis wurde immer saurer, als Napoleon dann anfing, weil wir haben es schon gesagt mit der Kontinentalsperre, Napoleon war kein Ökonom. Der hatte eigentlich immer das Problem, dass er irgendwo sich Gelder beschaffen musste. Und mit Deutschland, mit dem Rheinbund und mit diesen Konstruktionen, die er dann, also quasi mit den Vasallenstaaten, die er in Deutschland schafft, wird also Deutschland hoffnungslos ausgepresst. Und dann wird natürlich das Verhältnis auch immer saurer. Und dann kann der natürlich von Idealen reden, aber wenn er mich hoffnungslos besteuert, und ich hier Geld bezahlen muss und auch durch die Kontinentalsperre keine Waren mehr verkaufen kann oder kaufen kann, ja, dann kriege ich natürlich Hass auf die Franzosen und dann kommt natürlich eine anti-französische Stimmung auf. Und das haben wir dann ja auch und dann Fichte reden an die deutsche Nation und so weiter. Also Ja, das ist dann, oder aber das ist dann eigentlich das für den nächsten Teil, ne? genau, das ist schon mal ein kleiner Ausblick dann Ein fürs nächste Teaser. Video. Kleiner Gut, ich Teaser. glaube, wir sind sowieso schon jetzt über die Stunde, ist sowieso schon länger als eigentlich anberaumt. Ich finde, wir haben einen ganz guten Bogen jetzt gefunden. Der zweite Kapitel, sozusagen der Höhepunkt Napoleons und dann schon der sich andeutende Fall. Und wie das Drama ausgeht, wissen wir natürlich, aber das werden wir dann im dritten Teil besprechen. Gut, ich danke dir auf jeden Fall für dein Gespräch und freue mich dann schon jetzt auf den dritten Teil. Ja, ich Und danke dir und ich danke euch natürlich fürs ja. Zuhören, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Okay. Ja, vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.